Auch im neuen Jahr möchte ich auf die 10 Dinge Videos nicht verzichten. Ihr mögt sie ganz gerne. Heute zeige ich euch die besten Sachen aus der letzten Zeit. Und ich würde sagen, wir legen los nach dem Intro. Hi, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Und heute gibt es das erste Favoritenvideo in diesem Jahr. Und ich lege los mit den Sachen, die ich hier einblende, also die ich euch jetzt nicht wirklich zeigen kann. Natürlich zeige ich sie euch, aber ich kann nichts in die Kamera halten. Und das sind meistens Serien. Und die erste Serie, die ich mir wieder, also ist Staffel 5. Ich kenne alle Folgen. Nee, ich kenne jetzt die Staffel 6 noch nicht. Man könnte sie jetzt kaufen. Ist How to Get Away with Murder. Was für eine geile Serie. Da fange ich direkt an, Else zu reden. In How to Get Away with Murder, das sagt sie auch schon, wie man mit Mord durchkommt, geht es um Annalise Keating und ihren Studenten. Und ich möchte an der Stelle nicht zu viel verraten, weil diese Serie einen Spannungsbogen hat. Da hat die Staffel 1 haargenau was auch mit der Staffel 5 zu tun. Wie es jetzt mit der Staffel 6 ist, weiß ich noch nicht, habe ich noch nicht geguckt. Aber 5 Staffeln der 6 könnt ihr auf Netflix angucken. Und Annalise Keating ist sehr manipulativ. Das weiß sie. Also deswegen ist sie auch so erfolgreich, besonders vor Gericht. Und sie hat als Professorin einen Kurs an der Uni, How to Get Away with Murder. Und dieser Kurs, der kommt unwahrscheinlich gut an. Und sie muss da selbst sogar auch immer Leute aussuchen, die an dieser Geschichte teilnehmen können. Und sie ist knallhart. Sie ist knallhart. Man denkt am Anfang, oh, was für eine unsympathische. Aber man lernt sie halt im Laufe der Zeit auch unwahrscheinlich gut kennen. Und ich liebe die Rolle total. Ich mag auch die Schauspielerin total gerne. Die hat, glaube auch für Annalise Keating hat sie Preise bekommen. Und ich war so happy, als ich habe innerhalb von zwei Tagen wieder die ganze Staffel geguckt. Und daran sieht man schon, was Sache ist. Also guckt es auf jeden Fall an, falls ihr es noch gar nicht geguckt habt. Habt ihr richtig viel zu tun. Bin fast schon neidisch. Könnt ihr euch durch 5 Staffeln wühlen. Und das ist so sau spannend. Ich kann es euch empfehlen, wenn ihr sowas mögt. Nee, guckt es euch einfach an. Guckt es euch einfach an. Ich habe jetzt eine Zeit lang nicht meditiert, weil ich einfach zu unruhig war. Und wie ihr hier wisst, war ja dann auch die Geschichte mit meinem Kiefer. Also das CMD-Syndrom, was eben stressbedingt auch passiert ist. Mein neuer Job ist recht stressig, positiv stressig, nicht negativ stressig. Und ich habe häufig versucht zu meditieren und es hat nicht geklappt. Fand das so super schade, weil ich selbst für meinen Teil schon solche Fortschritte gemacht hatte. Und dann kamen einfach Monate, wo ich nicht meditieren konnte. Ich war viel zu unruhig und wenn ich eine geführte Meditation gemacht habe, dann habe ich die meistens nie durchgezogen. Weil ich so einen Drang hatte irgendwie, das ging nicht. Und wer sich mit dem Thema Meditation auseinandersetzt, weiß, es gibt Headspace. Es gibt die Headspace App und es gibt den Headspace YouTube Kanal. Und die Sachen sind durchanimiert. Und Headspace hat jetzt die Meditationsanleitung auch auf Netflix rausgebracht. Die Sachen sind so toll. Die Sachen sind so super toll. Ich habe selbst noch nicht alles durchgemacht, weil ich mir es so ein bisschen aufhegen möchte. Ich habe zwischendrin jetzt auch immer andere Meditationen gemacht, weil ich mir das so ein bisschen so als Ablenkung auch so ein bisschen ja noch auf der Agenda lassen möchte. Weil das kannst du ohne weiteres durchziehen. Das sind 20 Minuten ungefähr immer. Und dieser Andy hat halt in der deutschen Sprache auch eine total entspannende Art. Und erzählt auch so ein bisschen aus seiner Erfahrung heraus, was er im Leben gemacht hat. Und es geht eben um Meditation, weil es ist eine Meditationsanleitung. Und du kommst auf einfache Art und Weise an das Thema Meditation ran. Und deswegen ist es für mich auch so eine kleine Empfehlung an dich, dir das mal anzugucken. Das Ganze heißt Headspace, eine Meditationsanleitung.
Und das gibt es auf Netflix. Musst du dir unbedingt angucken, wenn du dich mit dem Thema schon so ein bisschen auseinandergesetzt hast, aber noch nicht so wirklich weit gekommen warst. Guck es dir mal an. Das hier ist jetzt für euch nur ein schwarzer Fetzen. Basic Teil, also meine Leggings. Ich habe mir zu Weihnachten zwei neue dazu geholt, weil für mich einfach nur eine viel zu wenig war. Die zwei anderen, die ich schon da hatte, von H&M und was war es noch? New Yorker, genau. Die waren schon ziemlich durch und haben auch nicht mehr so hundertprozentig gesessen. Da sind die von Tok Tok sind eine ganz, ganz andere Nummer, ganz anders. Der Stoff ist super, die ganze Hose sitzt komplett anders, ist durch diesen breiten Bund, den wir hier haben, das ist halt einfach eine richtig tolle Sache. Das macht die Sache so bequem. Und gerade zu der Jahreszeit, es ist kalt, es ist schneeig. Ich ziehe halt gern mal eine lange Klamotte an, so wie ich sie jetzt habe, und einfach eine Leggings drunter. Und das macht es für mich halt unwahrscheinlich bequem. Und jetzt habe ich halt drei von diesen Tok Tok Leggings. Die erste sieht immer noch so aus wie am Anfang. Gut, ich habe sie jetzt nicht mega oft angehabt, weil sie halt echt unwahrscheinlich schnell immer in der Wäsche war. Ich habe sie gewaschen, dann war sie in der Wäsche. Und jetzt wasche ich vielleicht alle 3 Wochen. Ihr könnt das euch ausrechnen. Also ich ging sehr pfleglich mit der ganzen Sache um. Wie gesagt, ich habe jetzt zwei weitere. Und das habe ich echt nie, wie sagt man, die sind sehr teuer. Also im Gegensatz zu einer normalen Leggings, die man bei H&M kauft, ist das schon eine Ungewöhnung. Ich muss mich auch umgewöhnen, ohne weiteres. Also da muss man sich auch nicht schämen, wenn man so ein bisschen diesen Gedanken im Kopf hat, das ist mir zu teuer. Habe ich auch noch manchmal. Aber ich habe für mich einfach festgelegt, Dinge, die ich neu kaufe, gerade so Basic-Sachen, die sind bei mir nachhaltig, alles andere ist bei mir secondhand. Und das, was ich halt am Klamottenkauf einfach spare, sprich, weil ich eben Secondhand-Kleidung trage, setze ich dann eben in solche Sachen um. Und ich mag sie total gerne. Und es war auch ein Tipp, den die Mikro mir gegeben hat. An der Stelle besten Dank an dich. Und die sind von der Qualität einfach. Gibt nichts Besseres. Ich bin mit den Socken von denen zufrieden, ich bin mit den Leggings von denen zufrieden, mit den T-Shirts. Und ich werde meine Sammlung an nachhaltigen Kleidungsstücken natürlich noch ein bisschen erweitern, das definitiv. Lasst uns über ein Deo kurz sprechen, das ist auch ein Favorit von mir. Und zwar, also ich liebe diesen Duft, Wasserlilie. Ich habe von CD habe ich einige Produkte schon gehabt. Ob's Deo-Roller sind, ob's Deo-Zerstäuber sind. Ich habe selbst auch früher Seife von CD verwendet, Creme. Also es gibt ja unterschiedliche Sachen. Inzwischen haben sie selbst auch schon feste Shampoos, die leider für meine Haare nicht geeignet sind. Aber dieser Duft ist für mich der Inbegriff von sauber. Kennt ihr das so? Es gibt so bestimmte Düfte, die erinnern einen so hundertprozentig an sauber. Und das finde ich hier. Ich würde gerne die ganze Sache noch ein bisschen testen, um euch wirklich dann noch ein bisschen was zu dem Produkt zu sagen, weil ich will dem ein komplettes Video widmen. Also das auf jeden Fall. 12 Monate, das ist ja auch eine Möglichkeit, das Produkt wirklich aufzubrauchen. Ich finde, so Sachen sind in Glastiegeln immer gut aufgehoben. Es ist nicht notgedrungen nachhaltiger. Also das erlebe ich immer wieder, dass man wirklich dem Glauben unterliegt, Glas ist besser als Plastik. Wenn Glas nicht weiterverwendet wird, also so Pfandsystem beispielsweise, dann kann das genauso schlimm sein wie Plastik. Zumal man eben einen unwahrscheinlich großen Energieaufwand hat, um die Sachen einzuschmelzen wieder. Und beim Transport zum Tiegel wiegt um einiges mehr zum Plastiktiegel. Na, also sowas bringt nur etwas, wenn ein Pfandsystem dahinter steckt. Dann ist nämlich Glas nicht notgedrungen besser als Plastik. Es ist nur immer wichtig, und das sage ich ganz gerne in den Videos, wenn ihr Sachen wegschmeißt, trennt die Materialien voneinander. Habe ich früher auch nie gemacht. Absolut, das ist nichts Schlimmes. Trennen voneinander. Dann haben die Müllsortierungsanlagen haben es leichter.
Und es entstehen nicht so, wie sagt man, so Fehleinschätzungen. Ganz oft ist es so, dass eben so Produkte, wenn sie halt, oder so leere Produkte, wenn sie halt Müll sind sozusagen, in so eine Anlage kommen, wenn die Materialien noch zusammenhängen, dann können diese Sensoren das ganz oft nicht auseinanderhalten und dann kommt dieser Müll eben in eine eigene Sektion und kann nicht zugeteilt werden sozusagen. Baden-Württemberg haben wir ja das gelbe Punktsystem und da ist es echt wichtig, die Sachen voneinander zu trennen. Habe ich nie gemacht. Ich habe ganz, ganz lange unwahrscheinlich geschlammt. Sind wir aber ein bisschen abgekommen vom Thema. Das hier ist echt mega gut. Also es funktioniert bei mir auch echt gut. Allerdings muss ich es noch so ein bisschen beobachten, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich glaube, ich drauf reagiere, was schade ist. Aber mal gucken. Ne? Also ich muss so ein bisschen testen und möchte der ganzen Sache ein ganzes Video schenken. Ich habe jetzt eine ganze Zeit lang immer wisst ihr, Heilerde verwendet. Mein Unverpacktladen verkauft diese Pure Matix Trockenshampoos. Das ist jetzt eins für helle Haare, weil er versehentlich vergessen hat, für meinen Haarton das Produkt zu kaufen. Es gibt für meinen Farbton, gibt's für hell und für dunkel und für rötlich. Rötlich gab es nämlich auch noch, genau. Und das ist jetzt, wie gesagt, ein weißes Puff. Es geht schon. Du musst es halt richtig einkämmen, dann funktioniert das schon. Ich wasche meine Haare. Einen Tag halten sie immer schon aus. Ich bin jetzt beim ersten Tag, am zweiten Tag fangen sie an, leicht fettig zu werden und da gebe ich mir das einfach so auf die Kopfhaut und entweder massiere ich mir das ein oder kämme es mir dann ein oder gebe es mir direkt auf die Bürste und kämme es mir dann ein. Das funktioniert auch. Das Ganze kommt in einem Pappspender, das ist also überhaupt kein Plastik dran, was auch eine tolle Sache ist. Da gibt es noch eine Variante irgendwie mit einem Metallspender, den du dann auch auffüllen kannst. Bin ich mal echt gespannt. Vor allem, wie lange die ganze Sache hält. Ich habe das jetzt schon der zweite Monat jetzt, wo ich es in Verwendung habe. Und ich verwende es, wie gesagt, dreimal pro Woche. Locker. Dreimal pro Woche. Und es hat aber auch ein gutes Haargefühl. Das mag ich echt gerne. Du musst es allerdings wirklich also zumindest bei meinen Haaren ist es so, ab dem zweiten Tag muss ich dann regelmäßig machen. Also ich kann nicht sagen, ich gebe es einmal drauf und das war's bis zum fünften Tag, sondern ich muss den zweiten, dritten, vierten und meistens noch fünften Tag muss ich dann noch was davon drauf machen. Aber das geht unwahrscheinlich schnell und es reagiert auch echt gut. Und am fünften Tag wasche ich dann meine Haare und dann geht es von vorne los. Also ich kann das Produkt echt empfehlen, kostet um die 8 Euro. Und ich bin gespannt, wie lange mir das noch halten wird. Also wie viel, also im Endeffekt ist es nicht teuer, 8 Euro. Weil wie gesagt, ich mache jetzt schon über einen Monat darin rum. Und ja, ich bin gespannt, wie lange das noch halten wird. Das ist das Gesichtswasser von der Shenya. Und das ist echt gut. Das verwende ich, seit ich es habe, zweimal am Tag. Und ich habe schon festgestellt, dass ich sehr sparsam jetzt inzwischen damit umgehe. Also ja, nicht verschwenderisch. Gesichtswasser mit Ectoin, was ist drin? Niacinamid, Panthenol ist drin. Und ich finde, das merkt man auf jeden Fall. Also ich reagiere unwahrscheinlich gut auf das Niacinamid. Ich habe lange nicht so fettige Haut. Das ist das Tolle an Niacinamid, finde ich. Und das Produkt kann halt eben auch was. Und ich liebe diesen frischen Kick. Es ist ein bisschen ein Luxus, schön sich was aufs Gesicht sprühen. Es sind keine Duftstoffe enthalten. Die Shenya achtet dazu 100% darauf. Ihre Produkte sind ein bisschen teurer. Das hat mir aber im Endeffekt nichts ausgemacht. Ich spare lieber an anderer Stelle und unterstütze dann lieber ein Unternehmen, was kleiner ist, was gute Produkte auf den Markt bringt. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich mir das nachkaufen möchte. Lasst uns über Sonnencreme sprechen. Und das ist mein momentaner Favorit. Ich habe ein komplettes Video dazu gemacht. Das kann ich dir gerne mal unters i legen. Lichtschutzfaktor 50. Gerade wenn du mit so Inhaltsstoffen wie Retinol, Niacinamid,
Ektoin, Panthenol, Urea arbeitest, macht es halt am allermeisten Sinn, wenn du deine Haut dann auch vom Licht, vor der UVA-Strahlung schützt. Und dazu verwende ich eben Sonnenschutz. Und das ist jetzt schon über ein Jahr, es ist jetzt schon einige Zeit vergangen. Ich habe mich früher mit dem Thema auch nie auseinandergesetzt, aber es ist halt wirklich wichtig. Du kannst den ganzen Shishi in deiner Gesichtspflegeroutine sein lassen und nur das hier drauf machen. Damit, wir Frauen sind doch alle daran interessiert, nicht so schnell zu altern. Jede Frau, die sagt, es mir egal, die bescheißt sich ein bisschen selber. Ne? Also wenn man das Altern ein bisschen aufhalten kann. Und das ist so einfach. Sonnencreme schützt dich vor Hautkrebs. An dem Produkt, die Konsistenz ist super, lässt sich schichten, richtig toll. Habe viel zu viel Duftstoffe. Inzwischen rieche ich es nicht mehr, was ganz okay ist. Aber am Anfang habe ich echt gedacht, scheiße, wenn ich von einem Produkt weggegangen bin, was unbeduftet war, was aber nicht perfekt für mich funktioniert hat, weil es A, leicht geweißelt hat und B, ein bisschen zu fettig war. Das ist gar nicht zu fettig. Also die mag ich echt gerne. Ist kein Mikroplastik drin. Das ist mir eben ein wichtiges Thema. Ein sehr, sehr wichtiges Thema. Kein Ektoin. Gibt es bei Müller. Müsst ihr mal gucken, ansonsten bestellt es in euren Müller rein. Da müsst ihr auf die Müller-Homepage gehen. Da zahlt ihr dann keine Portokosten. Ich mag das Produkt echt gerne. Und wenn die jetzt noch eine Variante rausbringen ohne Duftstoffe, dann bin ich ganz happy, muss ich ganz ehrlich sagen. Balea Med hat ihre ganze Reihe inzwischen oder fast alles ist mikroplastikfrei, was richtig toll ist. Vorher war da halt echt Mikroplastik drin. Ich glaube, so ein paar Produkte gibt es noch, die stellen sie aber sicher auch noch um. Und ich hätte nicht gedacht, dass diese ultrasensitiv Intensivcreme mit Urea, dass sie so gut ist. Ich habe immer gedacht, die ist mega fettig. Und was mega fettiges brauche ich mir nicht ins Gesicht packen. Ist sie gar nicht. Muss ich ganz klar sagen, ist sie gar nicht. Ich habe über das Thema Urea ein Video gemacht. Also was für ein Inhaltsstoff das ist, was der kann, das lege ich dir mal unter das i. Auch über die Creme möchte ich ein komplettes Video machen, weil das ist halt wirklich eine Sache für kleines Geld. Bekommt man jederzeit im DM her. Und inzwischen, durch das, dass diese Sachen halt eben ohne Mikroplastik auskommen, sind die halt für mich dann wieder interessant, ne? Ich kann es echt empfehlen, gerade weil ich hier unten immer so schuppige Haut habe und Urea in der Lage ist, das eben aufzulösen. Die Creme ist klasse, ist aber gefühlt fast immer ausverkauft gewesen. Ich wollte die schon so oft kaufen und das Regal war einfach immer leer. Es war gefühlt immer dann, wenn Leon die erwähnt hat, dann waren die weg bei mir. Dann waren die weg bei mir. Noch ein Balea Med Produkt und zwar das Ultra Sensitive Waschgel. Und wer diesen alten Haul von mir kennt, diesen DM Haul, wo ich das Vorgängermodell gekauft habe und mir nur so gedacht habe, scheiße, weil ich zu der Zeit schon wusste, sind am Umstellen und bin davon ausgegangen, das Waschgel ist auch, aber war es nicht. Jetzt ist es aber ohne Mikroplastik. Und ich bin so happy, auch davon gibt es ein extra Video, weil das einfach so gut ist. Es gibt mildere Varianten, sein Gesicht zu reinigen, mit Öl oder mit einem Balm, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade bei Menschen mit fettiger Haut eine bessere Angelegenheit, weil je mehr du deine Haut austrocknest, desto mehr möchte deine Haut nachfetten. Das trocknet minimals aus. Ne? Also du hast so ein leichtes Spannen auf dem Gesicht. Jemand, der halt richtig trockene Haut hat, weiß nicht, ob das was ist, keine Ahnung, aber ich liebe die Reihe. Die Reihe ist echt toll und ich probiere auch noch das Gesichtswasser aus. Falls du das Produkt kennst, schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Hier ist halt wirklich Empfehlung ausgesprochen. Weil auch wieder kleines Geld, du bekommst es jederzeit, bekommst du es her. Und das ist jetzt mein zweites Produkt und das sagt echt viel aus. Sagt richtig viel aus, wenn ich mir was zweimal kaufe. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal noch wirklich freiwillig noch eine Augencreme kaufe. Nachdem ich ihm die von Face Theory vorgestellt habe, dachte ich mir so, nach der teuren gibt es halt nichts Besseres mehr. Dann habe ich bei der Xenia gesehen, dass sie das hier verwendet. Hier sind eben keine Duftstoffe enthalten und die Konsistenz ist auch echt gut.
bin jetzt jemand, ich habe jetzt nicht die allertrockenste Augenpartie. Bisschen schon. Minimal, so wie jede Frau das eben hat, dass sie eben in der Augenpartie ein bisschen Fältchen hat und so. Und da wirkt es schon so ein bisschen entgegen. Klar, die von Face Theory ist noch ein Ticken besser, weil die einfach bessere Inhaltsstoffe hat. Aber die kann echt auch einiges. Und auch die war fast ausverkauft. Das war noch die letzte, die ich im Regal gefunden habe. Und da habe ich dann nicht schnell überlegt und habe die dann halt mitgenommen. Im Gegensatz zu der anderen von Face Theory finde ich die mindestens genauso gut, weil wenn man irgendwelche Actives zu Hause hat und wenn einem das dann wichtig ist, noch zusätzlich irgendwie Niacinamid am Auge zu haben oder so. Aber man muss immer ausprobieren, ob man es wirklich verträgt an den Augen. Da kann man dann immer noch irgendwie mit einem Serum oder so arbeiten. Ist ein tolles Produkt. Auch hierzu möchte ich ein extra Video machen. Muss aber noch ein bisschen testen, weil ich die noch nicht so lange verwende. Was sind deine Produkte der letzten Zeit oder deine Serien der letzten Zeit? Gerne auch ein bisschen Food. Spielt keine Rolle. Kannst du mir auch unten in die Kommentare schreiben. Nenn mir mal 5. Ich wäre dir unwahrscheinlich dankbar, weil Empfehlungen sind eine tolle Sache. Und ich bin da auch gespannt, was dir so in letzter Zeit gefallen hat. Also, was sind deine 5 liebsten Produkte? Schreib mir die unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.